Yo, Freunde! Ich bin Ronny Berger und heute gibt es... Was fällt Ihnen ein? Was machen Sie mit meinem Handy? Das ist mein Stream! Unverschämtheit! Hallo, ich bin Ronny Berger, nicht dieser Imposter hier. Wir waren gestern schon Magnetfischen. Aber ich sag mal so, das Magnetfischen war nicht so erfolgreich gestern. Ich habe mir einen Experten dazu geholt. Hallo Elias, schön, dass du da bist. Hallo, ich bin Elias und ich bin Magnetfisch-Experte. Die Challenge ist heute, wer kann innerhalb von einer halben Stunde am meisten Metallschrott aus dem Neckar in Stuttgart nach draußen holen? Der Gewinner darf den Verlierer neu einkleiden. Der neu eingekleidete Verlierer muss raus in die Stadt, wo viele, viele Menschen sind und a cappella ein Lied vortragen. Also, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, ich bin gespannt, ob ich jetzt hier schon beim ersten Wurf irgendwas finden kann. Hier stimmt was. Ronny zieht gerade das Seil hoch. Ich weiß nicht, wie gut man zieht, aber ich meine, da ist noch nichts drin. Oh nein! Okay, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Ich glaube, da ist nichts dran, oder? Ein paar alte klassische Metallkugeln haben wir hier wieder dran. Komm, schnell, ich habe keine Taschen. Okay. Wow, ihr seht. Wow. Das ist aber auch gut für die Kamera mit der blauen Spur. Oh, ich glaube, da habe ich was gespielt. Nichts. Okay, wir nehmen jetzt den Rucksack. Und dann gehen wir nach da unten. Wie viel Zeit habe ich noch? 12 Minuten! Oh nee! Wie war die Hälfte schon vorbei? Let's go! Wow! Hoffentlich. Nee, es sieht wieder schlecht aus. Verdammt. Wobei, ich weiß nicht, da unten hängt glaube ich was. Oh! Ich glaube, da ist was. Yeah! Und noch nie hat sich so ein Mensch über einen rostigen Nagel gefreut. Ja! Wow! Der hat fast den Magneten verloren. Ah, ich hab was! Das ist doch was, das zählt! Das war ein Stock! Verdammt, ey! Ich bin sauer. Ich dachte, ich könnte hier echt heute eine Pistole oder so eine Patronenkugel oder sowas hier rausholen. Oder wenigstens ein Fahrrad oder irgendwas Schweres, so ein Metallrohr. Nix. Ja, Ronny, zeig mal, wie stark der Magnet so. Ah, oh, scheiße, verdammt, scheiße. Oh, mein Finger war dazwischen. Oh, ja, Mann, Gatter, was ist denn da? Oh ja, jawohl! Ah. Viele wissen es nicht, aber ich bin ja Profi-Magnetangler. Jetzt gehe ich in den Schwitzer-Modus. Er hat den Anglerhut dabei. Auf die Plätze, fertig, los. So. Die Zeit läuft. Stark, da ist nichts dran. Diese Frage muss ich gar nicht stellen, weil da wird nichts dran sein. Wie fühlt es sich an? Das fühlt sich schlecht an. Nee, gar nichts. Okay, und? Hast du was? Ziehst du was? Es fühlt sich unter Wasser immer schwer an. Guck mal, ist wieder richtig fest. Oh nein! Das kann nicht sein! Leute! Das kann nicht sein! Ja! Was ist das denn für ein fetter Oschi? Den hast du doch rausgebrochen daraus. Ja! Yeah. Schieß, Alter! Schakascha! Das gibt's doch nicht. Ich gebe mir so viel Mühe, hier mach alles und dann... Oh. Die Kraft ist es. Aber wie Kraft aufwenden? Oh. Stark! Ah. Wie geht's deinen Fingern? Es tut weh, aber ich habe gewonnen und das finde ich gerade einfach nur geil. Das Ding ist selber übel magnetisch. Das ist selber ein krasser Magnet. Elias, ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast es verdient, weil du hast dir richtig Mühe gegeben. Du hattest eine gute Taktik, du hast die Taktik umgesetzt, du hast es gemeistert. Der Hut war's. So, soll ich das mit so einem... So wie früher bei den ungefilmt Vlogs, so aus der Nase raus. 3, 2, 1... Der nächste Tag, weil ich habe andere Klamotten auf. Es wird euch vielleicht aufgefallen sein. Am Samstag war die Challenge, heute ist Dienstag und heute ist die Bestrafung dran. Elias und ich, er ist auch dabei. Hallo Elias. Was geht? Darf mir ein Outfit aussuchen. Wir gehen in einen Secondhand-Laden unseres Vertrauens und Elias darf das Outfit aussuchen. Traust du dir das zu? Ich gehe mal davon aus. Okay, das war's. Ciao, danke. Und darunter nichts. Elias? Ja. Also jetzt müsst ihr euch mal die Hose wegdenken. Hast du da schon was gemacht? Motorradmodus. Weißt du was? Ich stehe gerne auf Farbe, Jungs. Ich gehe aber auch gerne angeln. Das ist alles, was dieses Outfit sagt hier. Oh. Hallo.
Das hier. Okay. Ich brauche hier nur für noch das die... Den zweiten. Genau. Are we still here? Just to suffer. Ciao. Tschüss. Ich würde wirklich gerne nach Hause. Schön einfach Kürbissuppe essen und die Sorgen vergessen. Weißt du, da wäre ich jetzt gerne. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, guck mal, die passen wie eine Eins. Kurze Frage. Darf ich Ihnen diese Packung Taschentücher schenken? Alles klar. Gut, dann nicht. Oh, weißt du, was die auch geschrieben hatten in der Umkleide? Hatten diese auch so einen Zettel dranhängen, wo stand, alle Klamotten vor dem Anziehen waschen. Und jetzt sagst du, dein Sack juckt. Wenn die Polizei fragt, sagt, das ist ein Kunstprojekt. Ihr könnt auch mittanzen, wenn ihr wollt. Die Natur macht mich fröhlich, ohne Drogen, ganz natürlich. Wirklich ohne Drogen ist das ja alles. Fleck jetzt noch einen Platz. Das Grünzeug macht mich platt, war schon ein bisschen braun. Danke. Ja, danke für den Applaus. Klärt ich bin raus. Ah, sogar ein krasser Freestyler. Okay, noch ein. Maus, Haus, Blau, Faust. Ah, ich hab's drauf. Wollen wir da hinten hingehen zu den Mülltonnen? Der hat mir gut gefallen eigentlich. Können wir machen. Ganz kurz, Leute, ich habe nicht so viel Zeit. Ich trage nämlich nur eine Unterhose. Es sind irgendwie 8 Grad hier draußen. Ich danke euch fürs Zusehen. Außerdem danke ich allen Kanalmitgliedern, die hier aufgelistet sind. Vielen Dank euch. Schön, dass es euch gibt und dass ihr uns unterstützt bei diesem YouTube-Kanal hier. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao.